Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zwischen der letzten und dieser Folge haben wir wieder einmal ein bisschen gebaut. Ich komme mittlerweile schon ein bisschen durcheinander, was ihr denn schon gesehen habt und was nicht. Also es ist noch immer kein wirkliches Gebäude, aber es geht zumindest schon mal in die richtige Richtung, möchte ich meinen. Wir haben so ein bisschen rumprobiert, wir haben hier ein bisschen gebaut, wir haben da ein bisschen gebaut, da ein bisschen was angepasst und hier ein bisschen was angepasst. Sieht mittlerweile alles soweit ganz schick, ganz schnieke aus. Vorne haben wir so einen Erker angebaut. Sieht man jetzt gerade nur ein bisschen schlecht. So ein Teil, ne? Hier haben wir ein bisschen mit Miasma-Holz gebaut. Ist aber alles noch immer ein Work in Progress, ne? Ist immer noch nicht fertig hier, das ist hoffentlich klar. Ich teste viel herum und von innen haben wir eben noch gar nichts. Das ist einfach nur, damit wir überhaupt etwas haben, damit wir überhaupt ein Innen haben. Genau. Mal gucken, wo es letzten Endes hinläuft. Jetzt werden wir uns aber mal wieder so ein bisschen hier dem... Ihr könnt ja auf YouTube in die Kommentare auch gerne mal schreiben, ob ich auch hier und da mal so eine komplette Baufolge machen soll, wo ich 20 Minuten einfach nur baue. Oder 30. Das Problem ist nur, dass ich halt viel auch immer wieder abreiße und neu baue und abreiße und neu baue und abreiße und neu baue. Insofern bin ich da sehr gespannt, ob das überhaupt interessant für euch ist. Naja, wir werden jetzt hier heute, werden wir uns mal ein bisschen, hups, das war so nicht beabsichtigt, ich will die mal wegstecken damit, ne, indem ich die Taste nochmal drücke, aber dann schlägt man zu, man muss einfach einen freien Slot auswählen. Wir werden uns jetzt gerade erstmal damit beschäftigen, noch ein bisschen was zu bauen, weil er hier möchte unbedingt, dass wir eine Waffe bauen. Wir haben beim letzten Mal zwar schon den ersten Boss getötet, reicht aber nicht. Der sagt, du musst dir einfach eine Waffe bauen. Und das machen wir jetzt mal. Wir bauen uns... Einmal, vorher werden wir uns erstmal die besseren Werkzeuge bauen. Einmal die Holzfäller-Axt und einmal die Spitzhacke. Jeweils aus Metallschrott. Dann haben wir endlich mal was Vernünftiges hier. Dann würde ich ganz gerne, das hier haben wir ja schon. Den Schild würde ich auch ganz gerne noch bauen, aber es geht eigentlich um die einhändigen Waffen hier. Dafür brauchen wir Nägel 4 und Holzscheite 4. Was nehmen wir denn da? Die Stumpfe oder die... Wir nehmen einfach mal die Stumpf hier mit den paar Nägeln drin. 1, 2, 4 Holzscheide. Mit dem Typen müssen wir auch nochmal eben quatschen. So, nehmen wir erstmal den ganzen Stack hier. So, mein Freund. Hier. Die würde ich ganz gerne einmal haben. Vielen Dank. Bist jetzt endlich zufrieden. Was hat er mir denn zu erzählen? Eine Warte der Erbauer erklimmen. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Okay. 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 Das machen wir doch. Die Warten. Auf was warten die denn? Es tut mir leid. So, die hier einmal, nein, nicht löschen, sondern die werfen wir einfach erstmal nur rüber, würde ich sagen. Und dann würde ich ganz gerne einmal noch, damit wir es endlich mal haben, ein Bett bauen. Zack. Geil. Bett. Hier. Hier auf der 4. Ich finde ja, das Bett gehört hier oben. Hier hin. Da gehört unser Bett hin. Auf der anderen Seite auch, da kann dann unser imaginärer Freund schlafen. Eigentlich wollte ich auch schlafen gehen. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt tagsüber schlafen gehe? Die Wärme fehlt noch. Ausgeruht, inaktiv. Oh, guck mal. auch der Bart und so, das ist schon, also der Mann, der ist schon, der ist zwar alt, aber der ist schon ein gut aussehender Mann, muss man sagen. Super. So, nur die Wärme fehlt leider. Dann sollten wir uns das Bett vielleicht doch nach unten bauen, warte mal. Erstmal, damit es einen Effekt hat. Gott sei Dank passt das Bett, ist so ein Klappbett, also wirklich ein
Faltbett. Das ist dann nur noch so, passt in die Hosentasche. Hier, Bett einmal. Ist es hier denn warm? Hier so? Nee, oh, das wollte ich gar nicht. Hier, so, hier. Hier ist es warm. Jetzt haben wir einen Buff ausgeruht. 13 Minuten haben wir jetzt. Und wenn wir jetzt noch weitere Deko hier einbauen, dann glaube ich, hat das einen positiven Effekt, ne? Ach so, da ist sie sowieso... Nee, ach so. Nee, warte mal, den hatten wir vorher doch nicht, oder? Schutz... Ach so, Schutz reicht. Ja gut, okay, das Bett hätten wir uns auch sparen können. Was soll's? Kein Problem, auf jeden Fall haben wir eben einen kleinen Buff. Der läuft allerdings nicht mal eine Viertelstunde. Aber ich meine, wenn ich mich nicht täusche, wenn wir hier unten mal gucken, zum Beispiel bei Geschirr. Nein. Nein. Stühle. Plus 1 Komfort. Gibt's hier mit dem primitiven Hocker. Ich stelle mal einen her. 12, 30, 13. Wenn ich jetzt hier so einen Hocker hinstelle, verändert sich dann da was? Yes. Also durch so einen Gegenstand gibt es da einfach mal eine Minute mehr. Aber wenn ich jetzt zwei dahin stelle, gibt es doch nicht... Wenn ich jetzt hier noch so einen hinsetze... Nee. Müssen unterschiedliche sein. Das wäre auch sonst ein bisschen sehr einfach gewesen. Aber warte mal, dann machen wir das mal folgendermaßen. Dann werden wir das Bett hier, nehmen wir wieder weg. Brauchen wir ja letzten Endes nicht. Ich habe zumindest jetzt nicht den Effekt des Bettes gesehen. Wir schmeißen uns einfach mal hier so ein Tischchen hin. So. Macht das überhaupt jetzt... Guck mal. Das geht doch nicht nach oben. Ohne Bett. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Okay, kommen wir auf jeden Fall auf 14. Aber das Bett scheint tatsächlich keinen Effekt zu haben, ne? Ich teste es noch einmal. Wir setzen es mal eben hin. Doch, gibt uns sogar auch eine Minute. Jetzt sind wir logischerweise auf 15. Ja gut, das leuchtet ein. Ja, das ist schon cool, ne? Wir werden halt stärker, je schöner wir eingerichtet sind. Also je mehr hier steht. Schön muss es ja nicht sein. Wir können auch einfach so eine Rumpelkammer einfach alles irgendwo hinschmeißen, ja? Und dann haben wir auch einen positiven Buff. Sehr gut. So, das haben wir auch. Bettchen haben wir auch gebaut. Wir haben die Werkzeuge gebaut. Ich würde ganz gerne nochmal in die Fähigkeiten gucken. Wir sind hier unten unterwegs. Lässt den Gegner bei Parierangriffen schneller betäubt werden. Wenn du mit einem Schild ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste, um zu blocken. Genau. Also vielleicht sollte ich doch wieder auf einhändig gehen. Müssen wir mal gucken. Konstitution. Erhöht deine Konstitution, dein Konstitution-Attribut um 1. Erhöht die Gesundheit pro, um 50 pro Attributspunkt. Wir haben auch 5 ganze Skillpunkte. Physische Rüstung gewährt 10% mehr Rüstungspunkte. Ausweichangriff. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, kannst du mit linker Maustaste einen Ausweichangriff ausführen, welcher dich auf den Gegner zustürmen lässt und mehr Waffenschaden verursacht. Ja, ist doch eigentlich ganz nett, ne? Da könnten wir eigentlich mal hingehen. Was ist das hier? Konstitution, ist klar. Ist noch das Gleiche. Ich glaube, wir gehen mal den Weg hier runter tatsächlich. Das ist eigentlich auch ganz nett, ne? Ich gehe trotzdem herunter. Das schalten wir uns einmal frei. Das schalten wir uns einmal frei. Maximale Menge an physischem Schaden wird um 10% erhöht. Läuft diese Zeit aus, wird das Miasma dich verschlingen.
Wenn du einen von Miasma verdorbenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besiegst, stellst du plus 5 Sekunden Miasma-Zeit wieder her. Praktisch. Sehr praktisch. Wir warten aber mal darauf, dass wir den hier den Ausweichangriff erlernen können. Okay. So. Wir haben auch ordentlich Buff-Food dabei. Wir haben uns ein bisschen Mais eingesammelt. Der bringt uns nämlich auch ganz gut. Ein wenig hier, wo haben wir das? Ups. Hier, der bringt uns plus 2 Stärke. Hier bekommen wir plus 1 Konstitution. Hier bekommen wir plus 2 Konstitution. An alle, die es noch nicht wissen, das funktioniert auch folgendermaßen. Wir sehen ja hier oben links, sehen wir ja die drei Kringel. Ganz oben links in der Ecke unter unserem Lebensbalken. Und jeder dieser Kringel kann mit einer Art Nahrung gefüllt werden. Also mit Fleisch. Das und das ist quasi das Gleiche. Ne? Also damit kann man nur einen Kringel füllen. Also würde es mehr Sinn machen, hier das Wolfsfleisch zu essen. Da bekommt man dann plus 2 Konstitution. Man kann beide nicht kombinieren. An der zweiten Stelle würde ich jetzt in dem Fall hier das Wasser trinken für 1 Kondition und 2 Ausdauerregeneration. Und dann an dritter Stelle 2 Stärke über den Maiskolben. Weil es 3 unterschiedliche Kategorien sind. Fleisch, Wasser oder Trinken. Weiß nicht, ob es da später noch Wein oder sowas geben wird. Und Gemüse vielleicht. So in die Richtung funktioniert das auf jeden Fall. Und dann eben zusätzlich den Ausgeruht-Buff immer noch abholen, wenn man gerade zu Hause ist. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. So, dann werden wir uns hier einmal kurz entleeren. Das kann hier auch noch rinnen und das kann hier noch rinnen. Die Stachelkeule nehmen wir mal mit. Das Miasma-Holz schmeißen wir uns hier hinten rein. So, bisschen Platz haben wir. Das brauchen wir nicht. Kann hier mit rein. Dann würde ich sagen, wir flitzen einmal los, ne? Tagebuch. 2 Quests. Flammenaltar und Basisverbesserung. Du hast einen Funken erhalten. Benutze die Funken, um die Flamme an dem Flammenaltar zu stärken. Stärke die Flamme, um deine Miasma-Passierstufe zu erhöhen und mehr Basen zu bauen. Okay. Wir müssen also 2-mal aufwerten. Weil einmal haben wir ja schon. Naja. Die warten. Der Schmied meint, dass du mehr von den Hochweiden sehen wirst, wenn du eine Warte der Erbauer erklimmst. Angeblich befindet sich eine davon ganz in der Nähe. Wo könnte die denn nur sein? Ich kann keine sehen. So, meint ihr, wir kommen bis da hinten hin mit unserem Flatterhannes hier? Ist vielleicht ein bisschen wenig aus. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Okay, es ist nichts passiert. Es ist absolut nichts passiert, Leute. Entspannt euch, okay? Entspannt euch. Das war so geplant. Ihr müsst auch mal ein bisschen Ruhe bewahren. Den Schild wollte ich mir eigentlich noch bauen. Verdammt. Hier ist ein Riss im Boden. Hätte ich fast übersehen. Naja. Wir können das auch ohne den besseren Schild. Wir können das auch mit ein paar Brettern am Arm. Gar kein Problem. Und vielleicht laufen wir auch einfach mit dem zweihändigen Streitkolben hier durch die Gegend, den wir dann beim letzten Mal bekommen haben von dem kleinen Boss. Hier haben wir schon gelootet. Liegt da noch was Interessantes? Nein. So, dann flitzen wir mal schnell hier über die Brücke. Und sehen mal zu. Oh. Ein Pfeil. Noch ein Pfeil. Das sind überall Pfeile. Die habe ich beim letzten Mal gar nicht mitgenommen. Jetzt hätte ich fast Leertaste gedrückt und vergessen, dass ich E drücken muss. Ja, unsere Base ist schon echt schön von hier aus. Ja, das wird ja noch alles, da kommt ja noch Struktur ran und so. Ne? Ihr habt ja da vorne in den Ecken, habt ihr ja so ein bisschen gesehen, in welche Richtung es geht. Aber das finde ich sehr schön, die Möglichkeit, erstmal so eine grundsätzliche Struktur zu bauen und dann eben auszubauen.
Das, also lasst euch davon bitte nicht irritieren. Das bleibt nicht so. Das bleibt definitiv nicht so. So, Vorsicht, Vorsicht, ganz vorsichtig hier. Gut. Und weiter. Oh Mist. So, die Jungs hier, die töte ich ganz gerne. Nicht, weil ich es gut kann, aber weil die immer Schrott dabei haben. Und Schrott können wir zumindest im aktuellen Stand nicht genug haben. Boah. Da muss kurz mal definitiv hier so mit dem Sonnenschein und so, ne? Da kann man durch mal ein paar Screenshots machen. Ich nehme mal an, wir müssen da vorne lang, ne? Oh, Wolf. Es hängen verdammt viele Wölfe irgendwie in der Gegend rum. Also, die hängen in Wänden fest. Das kommt immer wieder vor. Aber ist gar kein Problem. Early Access, das darf das Spiel. Es sei dem Spiel erlaubt. Hier kommen wir hoch, oder? Yes. Oh. Okay, das ist ein bisschen schwieriger hier so. Ohne Fadenkreuz. Naja, ich habe jetzt auch nicht schlechter getroffen als sonst, ne? Das sagt einiges. Ah, ist dumm als Nahkämpfer, ne? Der geht jetzt nach Hause, hat er gesagt? Komm mal her. Vielen Dank. Eine Kiste. Noch ein Stab, den wir nicht brauchen. Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen? Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund. Es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz. Abgemacht? Abgemacht. Ich bin aber nicht Gerrit. Verdammt. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? So, eigentlich müsste es jetzt hier, ne? So, die Richtung müsste doch die richtige sein. Sprinten wir doch mal nach oben. Und trinken einfach mal ein bisschen Wasser. Schaden kann er nicht. Hier überall Feuersteine in den Wänden. Gibt es hier was zum Looten? Aha. Schutz, Wärme, Komfort. Nee, leider kein Komfort. Oh, guck mal, ein bisschen Mais. Den nehme ich gerne mit. Den einen Kiesel kann ich auch mal gut gebrauchen.
Es ist Zeit für eine HUD-Ausblendung. Wahnsinn. Wahnsinn. So, schönen guten Tag. Seid ihr Leute, die irgendwie... Nee, hier ist gar keiner. Ist schon schön. Das ist schon schön. Na gut, dann gucken wir mal, wie wir hier nach oben kommen. Ich bin mir sicher, wir müssen uns gleich mit jemandem prügeln. Nee, wir müssen hier erstmal ein Rätsel lösen, wie es aussieht. Hatte fast ein bisschen was von Harry Potter gerade. Oh, das war falsch. Was steht hier? Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Warte mal, das mit dem Schwingen, da weiß ich auch nicht. Muss ich die Leerte, muss ich eh loslassen oder muss ich... Warte, wir machen das nochmal. Oder muss ich nochmal eh drücken? Ich muss wohl nochmal eh drücken, ne? Ich möchte eigentlich, aber ich muss mal kurz... Aha. Metallplatten? Nice. Leertaste? Muss ich Leertaste? Hä? Bin ein bisschen verwirrt, wieso er mich da nicht rüberschmeißt. Aber ich erinnere mich, dass ich in der Beta hatte ich exakt das gleiche Problem. Ist hier überall was Interessantes drin? Ne. Wasser, Wachs, Wasser. Okay, es scheint alles nur Wasser. Kanister zu sein. Und Wachs. Was? Wachs und Wasser. Wachsiges Wasser. Hm, aber praktisch. Was hier drin? Irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen wie ein Grabräuber oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall fühlt sich das nicht richtig an. Hä? Hä? Warte mal. E gedrückt halten? Falsch. E loslassen? Auch falsch. Leertaste? Ebenso falsch. Was? Muss ich einfach mehr schwingen? Ich sehe euch schon nervös. Nö, ich falle hier vorne einfach runter. So, warte mal. Also, wenn ich jetzt... Warte mal, welche Option habe ich denn? Also, Punkt 1 ist... Ich drücke nochmal E. Punkt 2 ist, ich lasse E los. Punkt 3 ist, ich halte E gedrückt. In den drei Optionen falle ich einfach vorne runter. Muss ich da vorne vielleicht irgendwas hinstellen oder so? Nö. Ich fall einfach immer wieder runter. Ob ich eh drücke, nicht drücke, alles egal. Machen wir erstmal hier weiter. Bogen. Okay. Hat uns das jetzt auch nicht so viel geholfen.
So, also ich mache jetzt nochmal drei alle Optionen. Ich drücke jetzt einmal Taste E und mache danach nichts mehr. Dann lässt er sich hier vorne fallen. So. Ich werde nun noch einmal hier hochrennen, wie ein Bekloppter. Drücke E und drücke hinten nochmal E. Fällt er trotzdem runter. Moment mal, was habe ich jetzt anders gemacht? Hä? Ich habe die Leertaste vorhin mehrfach gedrückt und er ist nicht gesprungen. Moment mal, habe ich die Leertaste einfach nur zu spät gedrückt? Kann das sein? Jetzt habe ich sie zu früh gedrückt, würde ich sagen. Ja, man muss ja irgendwo üben, ne? Wieso denn nicht hier? Ja, okay, also zum richtigen Zeitpunkt muss man sie drücken. Nicht zu spät und nicht zu früh. Ja, ist doch ganz einfach. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr das auch alle... wie stressresistent ihr seid. Wenn ich mir jetzt auf YouTube, da kann man sich ja so angucken lassen, wann die meisten Leute abgeschaltet haben. Ich freue mich, dass ihr noch hier seid, die ihr mir gerade zuhört. Ich finde es nicht in Ordnung, was ich hier gerade mache. Wirklich nicht. Oh, Salz. Ich finde es vollkommen in Ordnung, was ich hier gerade mache. Wirklich. So, hier. Ups. Es ist auch ziemlich hoch, ne? Bisschen Wasser. Okay. Hier haben wir auch nochmal drauf. Und da nochmal. Knochenmehl. Hm. Okay, die machen wir mal jetzt nicht alle kaputt. Oh! Das ist ja schön, da unten die Lava. Da würde ich doch mal eben nochmal die Ausdauer hier erhöhen. Und dann krabbeln wir da mal rüber. So. Jetzt gehe ich wieder nach unten. Ich bin verwirrt. Aber es wird schon passen. Okay, die Ecke habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät. Oh, ein Jumping-Puzzle. Aber wo geht's denn hier hinten hin? Ach, eine Truhe. Hier unten sind zwei Zeichen an der Tür.
Na gut, dann springen wir erstmal. Ah, nee. Das sollte ja kein Problem sein. Eins und zwei und drei. Du kannst einen Sprintsprung verwenden, um mehr Distanz zurückzulegen. Springe und nimm Anlauf, bevor du springst, um auf scheinbar unerreichbaren... Warte mal, ich soll... sprinte. Ich wollte mal sagen, erst springen und dann... Da geht's auch nochmal rüber. Gott sei Dank haben wir genug Ausdauer, ey. Oh, aber gerade so. Aha. Boop. Ich würde ja total gerne da einfach rüberfliegen, ne? Können wir das? Oh! Scheiße! Also wir hätten es gekonnt, wenn ich meinen Fallschirm früher gezündet hätte. So. Sind wir schon ganz oben? Alter Vater, ist das hoch. Oh, hier, mit der Flamme kommunizieren. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Gluttal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. Okay, das sind quasi die Freischaltungstürme, die es auch in jedem Ubisoft-Spiel gibt. Aber es ist schön mit den Rätseln da mitten im Turm. Das ist cool. Finde ich gut. Gefällt mir. Man kann sogar von hier aus unser Haus sehen. Auf Distanz sieht... sieht der Shader nicht so gut aus irgendwie. Da fehlen Schatten und so. Das sieht ein bisschen witzig. So, auf Distanz, ich liebe dieses Spiel, ja. Ich muss ja immer vorsichtig sein, wenn ich irgendwie so ein Spiel kritisiere. Aber auf Distanz sieht es halt echt schon ziemlich günstig aus sogar, muss ich sagen. Wenn man von hier oben so runter guckt. Aber ich bin sehr fasziniert davon, dass wir hier von hier aus unser Haus sehen können. Das kenne ich auch nicht aus vielen Spielen. Da wird meistens sehr, sehr früh ausgeblendet. So, jetzt sind wir hier oben. Aber... wo ist denn mein Loot? Ich meine, wir haben auf dem Weg hier hoch schon jede Menge Loot bekommen, aber... hier ist ja gar kein Loot. Und muss es jetzt eigentlich gerade dunkel werden? Ich frage mich, ob wir ausreichend Ausdauer haben, um bis nach Hause zu fliegen. Moment mal. Die Tür ist noch nicht offen, die eine. Moment mal. Sind wir jetzt wieder ganz unten? Okay, die haben wir. So. Dann müssen wir jetzt hier einmal rüber. Ich weiß jetzt wie. Pass auf jetzt. First try. First try. Jetzt Konzentration, Konzentration, Konzentration. Ja, gar kein Problem. Easy. So, also wir müssen jetzt irgendwie... nicht genug Ausdauer. Irgendwo müssen wir noch einen Schalter haben. Einen haben wir ja aktiviert. Irgendwo muss ich einen übersehen haben.
Hier ist er nicht. Moment mal, hier fehlt ja auch noch was. Nee, doch auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, ne? Okay, wir können da hochklettern. Huh. Hier ist nichts. Das ist einfach die andere Seite, oder? Ja. Das ist einfach die andere Seite. Okay. Also jetzt hier oben, jetzt in dem, im nächsten Stockwerk, müsste jetzt eigentlich soweit sein. Huh. So. Hier. Hier fehlt uns noch was. Hier oben waren wir, ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hier hoch, um hier nichts übersehen zu haben. Beziehungsweise um zu checken, ob wir nichts übersehen haben. Waren wir wirklich hier? Habe ich da wirklich, einfach bin ich da ein... Oi, oi, oi. Oh, gucke mal. Henkersaxt, 21 Schaden. Sieht mir aus, als ist es eine Einhand... Oh, das ist eine einhändige? Nee, warte. Nee, ist auch eine zweihändige. Ja, verdammt. Nee, dann will ich dich nicht. Dann will ich dich nicht. Gut, haben wir. Wunderbar. So, wie komme ich jetzt hier am besten wieder raus? Runter? Rüber? Wop, wop, wop. Hier. Da vorne ist unsere Bude. Ich glaube, wir schaffen das nicht mit einmal. Wie viel Ausdauer haben wir aktuell? Wir trinken mal noch den. Ich glaube, mehr Ausdauer können wir uns gerade gar nicht verpassen, ne? Alles andere, was wir dabei haben, ist, glaube ich, keine Ausdauer. Egal. Hinunter. Ist schon geil, hier so in der Nacht durch die Gegend zu segeln, ey. Perfekt, ey. Perfekt. Perfekt. Ha! Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gezittert, ob ich Leertaste drücken soll oder nicht. Haha, geil. Das war gut. Schön. Sehr schön. Gute Expedition. Sehr gute Expedition. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen... Achso, wir sollen noch... Achso. Auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Gerüchte deuten auf die Existenz eines verborgenen Grabes in den Hochweiden hin. Finde es, steige in die Tiefe, den Tiefen der Katakomben hinab und sichere dir dort die Beute. Und hier müssen wir noch was aufwerten. Okay, alles klar. Also die Quest, die wir jetzt gerade getan haben, die haben wir auch abgeschlossen. Die ist wirklich fertig. Heißt... Ich kann wirklich jetzt fröhlich nach Hause gehen, ey. Wir haben gewonnen, quasi. Da sind wir auch schon wieder zu Hause. Ach, guck mal. Wie cool. Wie cool es doch ist. Was haben wir hier? In den Gewölben der Erbauerhallen stimmen wieder, die durch das Miasma zum Schweigen gebracht wurden. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin... Einst die Stärkste im Land und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Oh, das ist ja gut. Das finde ich ja gut. So, hier können wir leider nicht, ne? Haben wir ja schon einmal. Wir haben schon einmal aufgewertet auf 80x80x80. Wir können aber auch auf 120x120x120 aufwerten. Das machen wir aber in einem der nächsten Male. Und die Stärke können wir auch noch, die Flamme können wir auch noch verstärken. Miasma-Flüssigkeit, Funken, Tierfell. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, Leute. Es war schön, es hat Spaß gemacht. Toll. Ich mag dieses Spiel.
Ich bedanke mich für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge hier in Enshrouded wieder oder in einem der anderen Let's Plays hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.